Hi, meine Freunde. Endlich wieder mal ein Outlast Let's Play. Lang ist's her. Ich habe lang versucht, Möglichkeiten zu finden, es zu verbessern und für mich einfacher zu machen. Ja, so viel Mistkerl bin ich, das gebe ich zu. Und ich werde es jetzt mal mit der PlayStation-Kamera versuchen, die das Bild direkt auf den Bildschirm projiziert, sodass ich Videomaterial und Spielmaterial nicht zusammenschneiden muss, mühevoll. Eine Erleichterung für mich, und ich spiele jetzt auch mit Headset, dass ihr mich besser verstehen könnt. Mal sehen, wie es wird. Das letzte Mal waren wir in diesem Keller, haben knapp überlebt, sind einmal gestorben. Haben es aber nun wieder rausgeschafft und nun schauen wir, wie es weitergeht. Nachdem der erste Schreck überwunden ist, weiß ich jetzt langsam, was mich erwartet bei diesem Spiel. Das kann es ja nur mehr halb so schlimm sein, oder? Ich muss jetzt wieder in den Sicherheitsraum. Ich habe gerade den Strom eingeschalten. Vielleicht können wir jetzt die Tür entriegeln, aber ich denke nicht, dass es so einfach sein wird. Ja, sowas dachte ich mir schon. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. What? Wo, was? Wovon wurden die gerade weggeschleppt? Wir werden es rausfinden. Die Nase, jo. Okay, wir liegen in einer Zelle. Sind noch etwas benommen. Na gut, dass die Kamera hier ist. Okay, was haben wir hier? Der Typ, der vorher in der Zelle geschlafen hat, war vorher höchstwahrscheinlich ein Religionsfanatiker. Gut, wir sollen uns mal die Notizen durchlesen. Sehen, was er sich da notiert hat. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mich etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Sehr aufmerksam, aber will ich da überhaupt raus?
Challenger. So kann man sich täuschen. Du siehst nicht gut aus, Alter. Was haben die? Wow, okay, ganz ruhig. Ich gehe ja schon. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. Nulle. And when we kill him, we kill him slow. Jeder, der mich kennt, weiß, ich konnte nicht widerstehen. I want his tongue. They are yours. Wenigstens sind sie höflich. You look like you've seen a ghost. Scheint leer zu sein. Wow. Alter Schwede! Ist das ein Arschloch? Die Voices, they pulled me back, no more sleep. Jesus, man. God damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Schon gut, ich gehe schon. Beachtet mich gar nichts. Können wir da vorbeistehen? Ganz sachte. Oh, you! I couldn't wait until I finish. But I saved some for you. Hier waren doch vorher die zwei nackten Typen, die sich ausgediskutiert haben, wer mich töten darf.
Folge den Blutspuren zum Ausgang. Was war das? Down the drain. So also runter in den Gully. Genosse. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Eigentlich wollte ich mich nicht verstecken. Okay. Down the drain. Das bedeutet, wir sollen runter in die Kanalisation. Kanalisation. Wenn du die Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Verfolger? Es wird doch nicht. Shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! Ich will doch nichts tun, oder, Alter? Dem Typen nichts. Und nun? Einfach laufen in der Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Seid ihr wahnsinnig? Komm schon, Mann, dreh dich weg. Ich versuch's einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie man läuft. Okay. Ich teste das mal. Okay. Er ist anscheinend so blind, wie er hässlich ist. Wir lassen es dabei. No! Ah. Oh, nicht. Oh, Kacke. Nicht so gemein sein von zu ihm. Mist. Auf den Steh auf, Junge. Ah, das Bett, ich hätte mich da drunter verstecken sollen. Komm
schon. Jetzt nicht schlapp machen. Ich bin mir sicher, dass sie da zuerst nach. Was ist das? Ich gehe da lieber nochmal rein. Wer klopft denn da um diese Uhrzeit? Na, drauf geschissen, wir gehen jetzt raus. Na, Batterien rein, dann kann gar nichts passieren. Nicht, wo der Typ hingegangen ist. Ist bestimmt da reingegangen. Oder ist es irgendwie rausgegangen? In jedem Fall ist es blöd, wenn wir da reingehen. So, gucken wir uns wieder. Sollten wir da noch reingehen? Ah. Nichts mehr raus hier. Immer schön geduckt. Soweit so gut. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. 20 Minuten. Gut, dann werde ich hier mal Pause machen. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Dranbleiben.